Und willkommen zurück bei Project Nomads. Ich muss euch sagen, wir sind etwas weitergekommen als bei der letzten Aufnahme, denn dort bin ich einfach nur gestorben. So, habt ihr zum Glück nicht gesehen, weil da war ich etwas aggro und dachte mir, nein, die Aufnahme muss nicht zeigen. Deswegen können wir eigentlich jetzt normal vorwärts fliegen. Probiere ich mal. In der Hoffnung, dass uns hier keine miesen Viecher erwarten werden. Aber man ist ja nie gefeit gegen irgendwelche fiesen Angriffe. Ich schaue mich mal hier so ein bisschen um, während die Insel noch weiter vorwärts treibt. Aber ich weiß doch gar nicht, ob jetzt noch ein Ladebildschirm kommt und jetzt ein neues Gebiet am Start ist. Aber mal sehen. Ich glaube, es kommt ein Ladebildschirm. Oder spawnen gleich wieder irgendwelche Viecher aus dem Blauen heraus. Oder in dem Falle aus dem orangebraunen. Aha! So, liebe Leute. Da vorne ist noch eine befreundete Insel, soweit ich das erkennen kann. Und vor uns liegt ein Gebiet, das mindestens genauso scheiße ist wie das Gebiet, das wir gerade verlassen haben. So. Aber ihr kennt mich ja, ich bin Nummer, ich bin Mr. super vorsichtig. Ich bin weder Mr. New Vegas noch Mr. sonst wer. Ich bin einfach nur Mr. super vorsichtig. Deshalb nehme ich mir ein Flugzeug und erkunde wieder die Gegend. Ich meine, ist eigentlich auch bei verschiedenen Heeresführern relativ beliebt, erstmal die Gegend zu erkunden, weil wir wissen ja, dass hier uns öfter Scheiße erwarten kann. So, wollen wir mal sehen. Wir haben hier eine befreundete Insel, also sie ist jetzt befreundet, diese Insel. Und hier sind irgendwelche Viecher und wir müssen mal näher ran, okay. Ja, dann fliegen wir mal näher ran an die ganze Kiste. Unser Flugzeug macht gleich wieder Krach gegen den Leuchtturm, wetten. Und, komm. Na klar macht es das. So, und da es Krach gegen den Leuchtturm gemacht hat, ist der Leuchtturm natürlich angeschlagen. Das heißt, wir reparieren ihn mal lieber. Und wissen, dass da vorne auf der Insel ganz kräftig gekämpft wird. Ist natürlich die Frage, mischen wir uns da ein oder lassen wir es lieber bleiben? Kann hier nochmal ein bisschen näher ranfliegen, sodass uns die Viecher hoffentlich nicht bemerken. So, und halte die ganze Insel jetzt mal an. Und schnappe, wie gesagt, mein Fluggerät. So. Also ich weiß, dass eigentlich alle Gebiete hier machbar sind, weil ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Aber manchmal muss man doch relativ mit Bedacht vorgehen, weil sonst klappt das alles nicht. Na gut, das scheinen hier nur die kleinen Viecher zu sein. Ach nee, das sind sogar welche von dem. Und da ist nämlich zum Beispiel ein Nest. Das müssen wir kaputt machen, aber da komme ich nicht mehr ran. Ne? Dem kann ich nur noch meine brennenden Frackteile ins Gesicht werfen, diesem Nest. Ansonsten kann ich da nicht mehr viel machen. Das heißt, ich speichere auch nochmal hier oben mal kurz ab. Ich weiß nicht, ich speichere eigentlich gerne ab. Also abspeichern ist eine schöne Sache. Müsste man auch mal in Real Life können. Einfach mal abspeichern, wenn alles irgendwie scheiße wird. Dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. So, ich rödel noch mal ein bisschen weiter nach vorne. So, das sollte genügen. Jetzt natürlich wieder mein treues Flugzeug geschnappt und mal ein Angriff auf das komische Nest geflogen. So, die greifen weiter die Insel an. Das können die gerne machen. Ist ja nicht meine Insel. Die interessiert mich in dem Moment erstmal gar nicht. Was mich interessiert, ist nämlich da unten dieses Nest. So, und pam. Nein, ich glaube, wir sind am Felsen zuvor zerschellt. Das ist etwas bedauerlich, weil ich hätte eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Aber solange diese Viecher nur die Insel angreifen, ist mir das, wie gesagt, etwas egal. So, ich schnappe hier wieder mein Flugzeug, weil das da gerade rausgekommen ist. Und mache das Ganze nochmal. Also nur nicht müde werden. Und falls jetzt jemand irgendwie Beschwerden hat, dass das etwas zu lange dauert, dass das langweilig ist und dass ich doch mal hier ein bisschen Action machen sollte, man kann Action machen. Das ist durchaus kein Ding. Das klappt ganz gut. Nein! Und ich will dieses Nest erwischen. Ich traue mich aber auch nicht weiter vor. Oder soll ich mich mal weiter vortrauen? Soll ich was wagen? Ich, Mr. Super Vorsichtig 3000? Naja, wir probieren es mal. Was soll schon passieren, außer dass wir vielleicht sterben oder
da oben ein riesiger Bomberangriff kommt, die ich nicht anvisieren kann, weil ich keinen Vorhaltewinkel habe. Ah, rechnet mir doch mal einer den Vorhaltewinkel. Ah, doch, einen habe ich erwischt. Weil ich ein Mädchen bin. Nein. Und ich liebe Felsen in meinem Weg. So. Die Insel ist nämlich tot. Und den Bomberangriff haben wir, glaube ich, auch überlebt, weil die Viecher meistens so dämlich sind, dass sie gegen die Felsen schweben. So, okay, das Flugzeug battelt sich da mit den Viechern. Und ist gerade mal kaputt gegangen. Da battle ich mich mal mit den Viechern. Sollten die die Absicht haben, hier ranzukommen. So, ich bleib mal hinter dem Felsen, weil, wie gesagt, ich glaube, die Viecher schweben gegen den Felsen und sind einfach nur dämlich, was das anbelangt. So. Das heißt, da wird wieder mein trusty Kamikaze-Flugzeug geschnappt. Und wieder ein Angriff auf dieses verdammte Nest geflogen. Ich flieg mal hier hinten rum, in der Hoffnung, dass wir die Feinde ein bisschen mehr verwirren. Und rums. Das war das Nest. Also ich weiß nicht, ich glaube, dieses Flugzeug ist wirklich einfach nur zur Kamikaze geschaffen. Ist ja auch ein ferngelenktes Flugzeug, also quasi eine Drohne im heutigen Sinne. Deswegen geht das schon mal. So, wir haben eigentlich die Gefahr ausgeräumt, die uns da um die Ecke erstmal erwartet. Und ich hoffe, dass jetzt hier nichts Neues auftaucht. Aber zumindest kommen wir vorwärts, das freut mich schon mal. Irgendwelche anderen Überraschungen? Hallo? Überraschungen? Nö. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich keine Überraschung mögen würde. Aber wenn diese Überraschung darauf aus ist, mich umzubringen, dann bin ich doch eher dagegen. So, ich speichere mal. Ich weiß nicht. Speichern. Darf man nicht vergessen. So. Ja, warte mal, ich schalte mal lieber an, bevor ich mich umgucke. Irgendwelche anderen Dinge, die ich hier sehen müsste. Mein Flugzeug ist, glaube ich, wieder im Hangar. Okay. Ja, also wie gesagt, ich könnte hier schneller durchgehen, aber ich bin so oft gestorben bei der gescheiterten Aufnahme, da dachte ich mir, nee, musst du nicht haben. Machst du lieber eine auf Nummer vorsichtig. Weil ich glaube, hier erwarten uns dann nämlich die nächsten Gegner bei dem Gebirgsmassiv, aber das ist noch nicht aktiv. Okay. Dann geht's halt weiter vor. Aber ich muss auch auf irgendwelche Gegner achten, die einfach mal so spawnen. So, gleich haben wir einen neuen Navigationspunkt. Und Knacks. Wir lauschen mal kurz. Es ist nichts zu hören. Ich speichere mal kurz ab. Tut mir leid. Und wir fliegen weiter nach vorne. Wir gucken mal, ob wir irgendwas hören. Also wir hören mal, ob wir irgendwas hören. Wir fliegen hier vorbei. Also links ist, glaube ich, weiter nichts in den Bergen. Da vorne das Massiv wird wieder interessant. Also ich glaube, hier tauchen halt vereinzelt diese befreundeten Inseln auf. Die aber eigentlich an sich keine große Hilfe sind. Und dieser Nebel ist, naja, semi-hilfreich, weil ich glaube, die Feinde sehen dadurch genauso gut, als wenn er nicht da wäre. Deswegen, naja. So, mal gucken, ob hier schon irgendwelche Nester gespawnt sind. Die muss man natürlich immer ein bisschen suchen, aber an sich sollte man die irgendwann entdecken. Nö, ich sehe hier noch keine Nester. Die sind natürlich gekennzeichnet durch die Viecher, die drum rumfliegen. Aber bisher. Diese komischen Erzbrocken hinten versetzten mir manchmal einen kleinen Schreck. Weil ich dachte, es wären wieder irgendwelche dicken, fetten Bomber, die mich angreifen wollen. So, ich gehe schon mal in den Leuchtturm. Und. Wow. Das Flugzeug ist doch tatsächlich am Leuchtturm vorbeigekommen. Hätten Sie es gedacht? Ich meine, hier passieren unglaubliche Dinge. Wir werden zum Beispiel nicht von unseren eigenen Fluggeräten vernichtet. Da lang? Da lang wohl eher. So, ich flieg mal nur ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich bin halt ein kleiner Schisshase, deswegen. Hoppala. Speichere ich auch nochmal kurz ab.
Starte mein Flugzeug wieder, was gerade, glaube ich, wieder aus der Versenkung erschienen ist. Genau. Und es muss ja auch einen Grund haben, warum es da rausfliegt, ne? Genau. Nämlich diesen Grund, also das dürften unsere Kanonen regeln können. Und wenn die Kanonen das regeln, gucke ich mich mal hier nach Nestern um. Ob ich hier irgendwelche entdecke, aber ich sehe gerade keine. Ihr spielt ja wohl. Hört auf, meinen Scheiß kaputt zu machen. Der war teuer. Vielleicht hätte ich doch auf der Insel bleiben sollen. Man weiß es nicht. Die können natürlich ein bisschen schneller laufen. Deine Insel wird gerade angegriffen. Hallo. So, Leuchtturm, sage ich schon. Na, nee. Jetzt aber, bitte. Und ihr macht den nicht kaputt. So, den repariere ich nämlich. Haha. Nein, zu spät. Und hört immer auf, den Tresor anzugreifen. Das nervt doch, wenn er kaputt geht. Wisst ihr das nicht? So, da haben wir uns zum Glück keinen Schaden gemacht. So, okay. Der Turm ist also dann ganz. Das ist auch ganz. Und da vorne die Kanone können sie, glaube ich, gar nicht kaputt machen. Das geht gar nicht. So, also jetzt wissen wir zumindest, dass hier irgendwelche Viecher wieder sind. Ich meine, das haben wir auch schon vorher geahnt. Flugzeug wieder geschnappt. Und wieder rumerkundet. Also ich glaube, irgendwo sind hier Nester, aber sie sind auch manchmal schwierig zu finden. Weil wegen versteckt. Vielleicht war es auch nur so ein gescripteter Angriff wieder. Ich weiß es halt nicht, ob das von Nest ausging oder ob die einfach nur so gespawnt sind. Aber ich sehe hier auch keine Nester. Da drüben glaube ich auch nicht. Also gehen wir mal davon aus, dass der Angriff einfach nur so gescriptet war. Nö, Nester, 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 nö, keine Nester. Ja, dann gehen wir also von einem gescripteten Angriff aus, okay. Dann wäre es das also erstmal gewesen, haben wir den abgewehrt soweit. Dann, ne, mal wieder solche Sachen hier machen. Und weiter geht's. Mal gucken, was uns als nächstes ins Gesicht geworfen wird hier. Und es dauert, glaube ich, eine ganze Weile, ehe wir hier durch sind. Das ist richtig übel. So. Ich glaube, die Inseln um uns herum sind safe, nur die da vorne sind mir etwas suspekt. Mal gucken, ob ich die beobachten kann, so ein bisschen aus der Ferne. Mit meinem Flugkörper hier. So, da hinten sind wie gesagt nur die Minen. Die Inseln sind soweit clean, denke ich mir. Ich höre auch nichts. Und das alles noch in weiter Ferne. So, okay. Ich höre keine Gegner. Wie gesagt, ich vernichte das manchmal lieber, als dass ich irgendwo reinfliegen lasse, das Ding. F5 ist leider kein Schnellspeichern. Das hier ist Schnellspeichern. Wenn ich mich beeile, ist das Schnellspeichern. Und wir fliegen mal weiter vorwärts. Ich glaube, wir fliegen da dann so rechts schräg durch. Auch ein bisschen auf die Musik lauschen. Ich höre nichts. Ein neuer Navigationspunkt. Das heißt für mich eigentlich immer, dass da quasi ein neuer Abschnitt betreten wird und dass da irgendwelche Viecher wieder gespawnt sind oder spawnen können zumindest. Warum wir eigentlich hier durchfliegen müssen? Warum fliegen wir nicht außen rum oder sowas? Nur eine Schleichaktion wäre auch ganz cool. Ich sehe keine, ich höre keine. Da vorne ist irgendwas kollabiert und ich denke, es war feindlich. So, das heißt, wir werden in der nächsten Folge mal weiter nach vorne gucken. Tut mir leid, wenn die Folge einfach nur langweilig war, aber ja, ich bin lieber auf der Nummer sicher als auf der Nummer Abenteuer. Und da kommt ein Flugzeug geflogen und
hat es überlebt. Wunderbar. Gut, wir sehen uns dann also in der nächsten Folge wieder, hier bei Project Nomads, wenn wir hoffentlich auch weiter überleben werden. Aber bis dahin erstmal tschüss.